tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch meinen Lapras vor. Lapras ist ein Wassereis-Pokémon ohne Entwicklungen und hat eine Schwäche gegen Elektro, Pflanze, Gestein und Kampf, eine Doppelresistenz gegen Eis und eine fähigkeitsbedingte Immunität gegen Wasser. Lapras Basiswerte sind mit Ausnahme von je einem Ausreißer nach oben und unten sehr solide. KP sind mit 130 Basis enorm, während die Init mit gerade mal 60 Punkten etwas zu wünschen übrig lässt. Seine Basiswerte und sein gewaltiger Movepool geben ihm eine Menge Möglichkeiten, es effektiv zu spielen. In diesem Set hier habe ich die EV in Spezialangriff und Verteidigung. Die letzten vier sind hier im Angriff. Das Wesen ist ruhig, um den Spezialangriff zu erhöhen und die Init zu senken. Als Fähigkeit benutze ich hier H2O Absorber, wodurch er sich um 25% heilt, wenn er von einer Wasserattacke getroffen wird. Als Attacken habe ich Surfer, Eisstrahl, Donnerblitz und Eissplitter. Surfer und Eisstrahl sind zwei sehr solide Step-Attacken. Donnerblitz gibt perfekte Neutral-Coverage für Eisstrahl und Eissplitter ist zwar physisch, allerdings gibt sie Lapras eine Möglichkeit, mit Priorität anzugreifen. Zudem ist Lapras physischer Angriffswert immer noch gut genug, um damit auch ein wenig Schaden drücken zu können. Als Item nimmt man eine Offensivweste, um die Spezialverteidigung zu erhöhen und wir sowieso keine Statusattacken im Set haben. Zur Spielweise. Dieses Lapras wirft man am besten in der Mitte des Kampfes in den Ring. Es hält genug aus, um auch die meisten effektiven Attacken zu überleben und kann oft effektiv zurückschlagen. Wenn man einen Gegner knapp nicht K.O. setzt, kann man immer mit Eissplitter 1 nachsetzen. Opfert Lapras nicht leichtsinnig, da er später eventuell noch in eine predicted Wasserattacke eures Gegners einwechseln könnt, um es nochmal hochzuheilen. Sein volles Potenzial entfaltet dieses Lapras allerdings erst im Doppelkampf. Meine persönliche Lieblingskombination ist hier mit einem offensiven Aquana, welche ich an dieser Stelle auch gleich mal mit vorstelle. Aquana ist eine von 8 Weiterentwicklungen von Evoli und hat einen Wassertyp, was ihm eine Schwäche gegen Pflanze und Elektro, eine Resistenz gegen Feuer, Stahl und Eis sowie eine fähigkeitsbedingte Immunität gegen Wasser gibt. Aquana ist enorm stark in KP und Spezialangriff und hat obendrauf noch eine starke Spezialverteidigung. Die EV werden hier folgendermaßen verteilt: 84 in KP, 172 in Verteidigung und 252 in Spezialangriff. Die Verteilung ergibt sich daraus, dass Aquana mit 84 EV in KP auf Level 50 genau den für ihn nächsten erreichbaren durch 16 teilbaren Wert kommt, wodurch die Heilung durch Überreste optimiert wird. Der Spezialangriff wird einfach maximiert und der ganze Rest kommt in die Verteidigung. Ein mäßiges Wesen erhöht hier den Spezialangriff und senkt den Angriff. Hydropumpe und Surfer sind hier die Step-Attacken. Eisstrahl und Spuckball für Coverage. Wenn man dieses Aquana nun neben Lapras stellt und mit beiden jede Runde Surfer benutzt, so heilen sich beide Pokémon jede Runde um 25% ihrer maximalen KP, während beide Gegner jede Runde den Schaden von 2 Surfern kassieren, die gerade bei Aquana Spezialangriff nicht gerade wenig Schaden machen. Attacken wie Eisstrahl sind in diesem Set, damit man auch Pflanzen-Pokémon einfach aus dem Weg räumen kann. Beide Pokémon halten genug aus, um die ein oder andere effektive Attacke wegstecken zu können. Je nachdem, wer von beiden gerade mehr unter Beschuss genommen wird, sollte in solchen Situationen sich darum kümmern, dass gefährliche Pokémon effektiv beseitigt werden, damit der andere weiter Surfer nutzen kann, um seinen Partner wieder hochzuheilen. Stehen 2 Pflanzen-Pokémon vor euch, so wechselt einfach mal Lapras aus und werft am besten ein Vegetarier-Pokémon in den Kampf. Lapras wird in solchen Situationen mit großen Wahrscheinlichkeiten nämlich eher weggefokust, da es mit seinen Eis-Step-Attacken eine größere Gefahr für Pflanzen-Pokémon ist als Aquana. Aquana kann in der Switch-Runde schon mal eins der beiden Pokémon mit einem Eisstrahl bearbeiten. Ein Regen-Pokémon wie Quaxu gibt der Doppel-Surfer-Taktik übrigens nochmal einen netten Extraschliff, da die beiden mit 50% Extraschaden erst recht reinhauen. Andere Optionen für dieses Team sind Elisard, Mega Sumpix, Viscogon und das Waschrotom. Eine letzte Anmerkung noch: Obwohl Lapras und Aquana im Doppel richtig stark sind, kann man beide Sets auch problemlos im Einzelkampf spielen. Das war's von Lapras und Aquana, und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.